Entdeckungsreise über die Ozeane. Kaum eine Überlebenschance sehen, machen sich auf den Weg, durchqueren die Wüste und pochen an unsere, des reichen Mannes, Tür. Die erste Frage, die man sich stellt, wenn man eine solche fiktive Geschichte sieht, lautet natürlich, könnte so ein Marsch tatsächlich stattfinden? Mit dem Autor des Films, William Nicholson, bin ich der Meinung, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es je zu einem solchen Massenexodus kommen wird. Insofern sind Ängste, glaube ich, nicht angebracht. Der Film ist eine Parabel. Er will zum Nachdenken zwingen, so sagt William Nicholson. Die zentrale Frage ist, leben wir eigentlich alle in der gleichen Welt? Sind wir für die Armut in der dritten Welt verantwortlich? Sind Sie arm, weil wir reich sind? Auf der anderen Seite kann natürlich niemand leugnen, dass die Zahl der Armutsflüchtlinge in der Welt wächst. Spanien kennt das Problem der illegalen Einwanderung über Marokko. Und die italienische Regierung hat soeben ihre Patrouillen in den Grenzgewässern des Südens verstärkt, um der Einwanderung über Libyen und Tunesien Einhalt zu gebieten. Ob das die richtigen Schritte sind, um der Herausforderung zu begegnen, darüber werden wir nach dem Film diskutieren in der Sendung Festung Europa.